Als ersten Schritt berechnen wir bei sowas, wenn wir jetzt aus der Scheitelpunktsform, die das hier oben ja ist, in die Allgemeinform wollen, müssen wir als erstes mal hier dieses Quadrat ausrechnen, weil das ist die härteste Rechenart und wir müssen immer erst, oder die höchste Rechenart, und wir müssen immer erst die höchste Rechenart rechnen und ganz zum Schluss rechnen wir die niedrigste Rechenart. Als letztes gelernt in der Schule haben wir das Quadrat, deswegen müssen wir das als erstes berechnen. Als zweites müssen wir dann berechnen das Mal, denn das Mal, ne, wir sagen immer Punkt vor Strichrechnung, deswegen rechnen wir erst die Punktrechnung und ganz zum Schluss als drittes rechnen wir das Plus noch mit dazu. So, das machen wir jetzt mal hier live und direkt. X minus 3 in Klammern zum Quadrat ist eine binomische Formel. Wir machen mal hier eine Nebenrechnung. X minus 3 in Klammern zum Quadrat ist gleich. So, das ist ja a minus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. So, jetzt setzen wir einfach ein. Statt a schreiben wir x. Das heißt, hier steht x Quadrat minus 2 mal a mal b, 2 mal minus 3. Nee, stimmt nicht. Hier ist es Minus, da ist es Minus. Das sind beides Formeln. Wir müssen also wirklich nur die 3 nehmen. Minus 2 mal a mal 3 ist minus 6 mal x plus, so, minus 3 oder 3 zum Quadrat ist letztendlich hierbei völlig banal. Da kann man dann wieder nichts mehr falsch machen. Plus 9. Das tragen wir hier ein. Dann steht hier ist gleich 1 halb mal, Klammer auf, abschreiben, x Quadrat minus 6x plus 9 plus 2. So, jetzt wird als nächstes, habe ich ja gesagt, das Mal gerechnet. Das heißt, wir müssen die Pfeile hier abschießen. 1 halb mal x Quadrat ist gleich 1 halb x Quadrat. 1 halb mal minus 6x ist minus 3x. 1 halb mal 9 ist plus 4,5. Und dann steht hier noch plus 2 und dann können wir die beiden noch zusammenrechnen. Das werde ich jetzt mal, da werde ich keine neue Zeile für schreiben, weil wir sind ja in Zeitdruck. Morgen ist schon die Klausur. Plus 6,5 plus 2 ist plus 6,5. Und das ist dann im Prinzip der Unterschied oder Nicht-Unterschied, also Unterschied natürlich in der Schreibweise, Nicht-Unterschied im Graphen. Diesen Graphen hier können wir zeichnen, diesen Graphen können wir aus dem Kopf eigentlich nicht zeichnen sofort. Sie beschreiben beide den gleichen Graphen. Diese hier ist halt einfacher zu zeichnen. Diese hier ist häufig, wird häufig einfach in Aufgaben, in Büchern, in Klausuren verwendet als Aufgabenstellung. So, wo wir gerade gesehen haben, dass wir, wie wir von der Scheitelpunktsform in die Normalform kommen, müssen wir jetzt auch irgendwie einen Weg haben, das umgekehrt zu machen. Von der Normalform in die Scheitelpunktform. Das geht. Wir haben hier eine Normalform. Normalform und allgemeine Form sind dadurch unterschieden, dass bei der Normalform hier vorne vor dem x² nichts steht. So, der erste Schritt, den wir dabei machen, ist die Gleichung 0 zu setzen. Der zweite Schritt ist, dass wir die Zahl, also alles ohne x, in diesem Fall die minus 5, rüberholen auf die andere Seite. Das werden wir aber gleich nochmal sehen. Und im dritten Schritt, das wird jetzt, der ist ein bisschen differenziert, die Zahl vor dem x durch 2, die Zahl vor dem x durch 2 ist also diese 4 hier. Dann quadrieren wir diese Zahl, deswegen nennt sich das dann hinterher auch quadratische Ergänzung, quadrieren und links und rechts dazu rechnen. So, das machen wir jetzt einmal vor. So, das hier ist jetzt der erste Schritt. Wir haben 0 gesetzt. Der zweite Schritt war ja, die Zahl rüberzuholen. Hier steht minus 5, also müssen wir plus 5 rechnen. Da steht hier 5 ist gleich x² plus 4x. Jetzt machen wir eine Nebenrechnung hier, Nichtraucher. Die 4 haben wir gesagt, die Zahl vor dem x, sollen wir durch 2 rechnen. Das ist gleich 2. Und das quadrieren wir dann. Das dürfen wir nicht gleich 2, also wir nehmen diese 2 hier und quadrieren sie. Und dann kommt da wieder raus 4. Das ist natürlich in diesem Fall ein bisschen blöd, das Beispiel, aber es kommt gleich noch ein Beispiel. 2 Quadrat gleich 4. Und diese 4 sollen wir jetzt links wie rechts dazu addieren. Das heißt hier plus 4 und hier schreiben wir mal 4 plus hin, damit das vernünftig zu sehen ist. So, was haben wir jetzt eigentlich gewonnen? Das müssen wir eigentlich gar nicht wissen. Deswegen lassen wir es eigentlich. Nein, wir lassen es nicht weg. Dieses hier ist jetzt eine binomische Formel, die wir rückwärts wieder machen können. Aber ist eigentlich letztendlich wirklich Bullshit irgendwie für die Klausur oder für die Klassenarbeit von Uni, hilft ihm das jetzt auch nicht viel, dieses theoretische Gedöns. Jetzt rechnen wir das zusammen, aber ist natürlich wichtig, der nächste Schritt ist dann jetzt, dieses hier zu einem Binom zu machen. Das heißt, wir wollen eigentlich nur zwei Teile haben, Klammern drum und ein Quadrat. Dieses hier ist jetzt die quadratische Funktion x plus 2 in Klammern zum Quadrat. Hier drüben steht eine 9.
Die können wir aber auch noch rüberholen. Das heißt, dann würde ich hier wieder stehen, 0 ist gleich x plus 2 in Klammern zum Quadrat minus 9. Und dann würden wir den Schritt hier wieder rückgängig machen. Dann würden wir hinschreiben, f von x gleich x plus 2 in Klammern zum Quadrat minus 9. Das hier können wir jetzt den Scheidepunkt ablesen. 2, nee, nicht 2, sondern minus 2. Wir haben uns ja, könnt ihr vielleicht nochmal zurückspulen oder das andere Video angucken, wo das drin ist. Wenn hier ein Plus steht, heißt das für den Scheidepunkt, dass er ein Minus ist. Wenn hier ein Minus steht, heißt das für den Scheidepunkt, dass er Plus ist. Das ist ganz wichtig. Immer in diesen Klammern ist das so also ein bisschen Flipside-Denken. Das heißt einmal andersrum denken. Gut, das kann ich jetzt hier ohne Nachfrage im Moment nicht besser darstellen. Irgendwie. Wenn es dazu Fragen gibt, unbedingt kommentieren. Das hier ist der Weg. Nochmal, wir setzen 0, wir hauen die Zahl auf die andere Seite. Wir machen die Nebenrechnung, nehmen die Zahl vor dem x, halbieren sie, quadrieren sie und rechnen sie hier links und rechts dazu. Dann kommen wir auf diese Gleichung. Dann wollen wir wieder, dass hier 0 steht. Ziehen also, machen diesen Schritt rückgängig, minus 9 in diesem Fall. Kommt die 9 hier rüber, hier drüben bleibt eine 0 stehen. Und dann setzen wir wieder für die 0 f von x ein und haben die gleiche Gleichung. Wer sich das mal angucken will, kann ja einfach mal eine lustige Wertetabelle machen und das überprüfen, ob das richtig gerechnet ist. Falls ich einen Fehler mache, auch immer kommentieren, dann ändere ich das Video nochmal irgendwie. Ich bin gerne bereit, zuzugeben, dass ich auch mal einen Fehler mache.